Bevor das Video startet, meine Freunde, heute bin ich wieder ab 10 Uhr live für euch und ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr alle irgendwie Ferien habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin da mal sehr gespannt. Und schreibt mir auf jeden Fall Hashtag Livestream in die Kommentare, wer von euch mit am Start ist. Heute das Video ist mal etwas anderes. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber jetzt viel Spaß mit dem neuen Shop. Peace, Freunde! Was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal wieder keine Facecam, da wir jetzt schon 2 Uhr nachts gleich haben, denn wir warten hier jetzt auf den neuen Shop. Ich werde euch heute den neuen Shop demonstrieren. Was haltet ihr davon, wenn ich auch diese Shop-Videos mache? Ich habe heute einfach mir gedacht, yo, du ballerst mal so ein Shop-Video raus, einfach auf ganz gechillt, ganz knackig. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich bin sehr gespannt. Ich wollte das Ganze einfach mal ausprobieren, weil irgendwie, ich weiß nicht, das machen voll viele, aber ich habe auch einfach Bock drauf. Und deshalb mache ich das jetzt. Um 6 Uhr gleich gibt es kein weiteres Video. Das heute ist das einzige Video wahrscheinlich. Vielleicht kommt heute Abend noch mal eins online, aber ich bin mir auch nicht sicher, da ich halt eben ab 10 Uhr live streame und ich weiß nicht, wie lange ich streame. Deswegen seid auf jeden Fall am Start. Wenn ihr neu vom Kanal seid, Leute, lasst das gerne ein kostenloses Abo da. Und wenn ihr das Ganze feiert, macht mal gerne 1000 Likes wieder voll. Wir haben wirklich, wir sind eine starke Community. Hashtag Reapers Army, meine Freunde, ja. Und macht mal wirklich die 1000 Likes voll. Es wäre richtig, richtig knackig. Ich würde es absolut feiern, wenn wir das schaffen, denn das haben wir in letzter Zeit nicht mehr so häufig geschafft. Deswegen wäre das ziemlich fresh und ich würde mich riesig darüber freuen. Selbstverständlich könnt ihr auch die Glocke unten aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Immer eine Benachrichtigung bekommt ihr dann für die Streams, für die Videos. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt warten wir aber wirklich auf den neuen Shop und ich zeige euch die neuen Skins oder Emotes, was alles in den Shop kommt. Die letzten 30 Sekunden sind nun angebrochen und ihr seht hier nochmal den Shop von, ja, von gestern, der da war. Und ja, wir haben ja auch krasse Sachen drin. Der Schlachtenhund kam wieder. Dazu natürlich auch die Spitzhacke und der Taxi-Skin. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt. Es sind nicht mehr viele Tage bis zur Season 5. Sie müssen eigentlich die Skins rausballern. 5 Sekunden, Leute. Was wird in den Shop kommen? Gib uns was Geiles, Fortnite. Epic Games ballert mal ein heftiges Rausch und wir bekommen, gib uns was Neues. Let's do this. Jawohl, Leute. Den Schnüffler haben wir am Start. Wir haben direkt beide. Das ist krass, Mann. Wir haben sogar 3 Skins, Leute. Einmal den Gumshoe, die Detektivin. Dann haben wir den Schnüffler. Dann haben wir den Neuer. Ja, krasse Skins. Die kosten alle 1500 V-Bucks. Finde ich nice. Und ihr bekommt halt, wie gesagt, ich habe schon gestern, gestern war das, habe ich ein Video zu den neuen Skins gemacht und hier sind sie direkt. Dazu gibt es dann die Lupenhacke und den, dieses Auto, dieser Gleiter als Auto, finde ich richtig krass. Sieht sehr fresh aus für 1200 V-Bucks einfach mal. Ansonsten haben wir den Farbenbomber im Shop, den Geist, die Geistspitzhacke und wir haben den Stocksauer, der nun aktualisiert wurde. Als nächstes haben wir den Waffenexperte, der sieht auch ganz okay aus für 1200 V-Bucks, aber ich muss sagen, die neuen Skins sind schon fresh. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Holt ihr euch was von den neuen Sachen? Sind schon echt sehr, 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 sehr cool. Die Lupe würde ich jetzt persönlich nicht so unbedingt empfehlen, aber die anderen Sachen, die Skins sind auf jeden Fall schon ziemlich fresh. Ich weiß nicht, welche ich mir holen werde, aber ich werde mir auf jeden Fall einen holen davon. Dann haben wir aber noch den Sauber, der auch aktualisiert wurde. Fresche Musik. Und dann haben wir noch den Leuchtflug im Shop, ohne die Skins diesmal. Einzeln ist er jetzt da. Das war der Shop vom heutigen Tage, vom 2.7.2018, Freunde. Soll ich das Ganze weitermachen? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht feiert ihr das Ganze ja bei mir, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt gibt es aber nochmal 3 fresche Kommentare, Leute, denn heute werde ich die auch vorlesen. Das erste Kommentar ist von Long und er schreibt, super Video und sehr informativ. Ich würde mir ein Video zu Season 5 wünschen, wo du einige Informationen leaken würdest. Nochmal HGW nachträglich zu den 100k. Vielen Dank, lieber Long, für dein nettes Kommentar. Solche Kommentare halte ich wirklich sehr, sehr gerne. Schreibt einen Kommentar, dann seid ihr eventuell im nächsten Video am Start mit euren Kommentar. Ja, in Season 5 Video wird es auf jeden Fall jetzt die Tage mal geben. Seid sehr gespannt, es wird auf jeden Fall auf euch zukommen. Das nächste Kommentar ist vom Ritze, Mr. Itze oder so. Wieder mal mega cooles Video, nices Gameplay und cool die Fakten verpackt. Sehr, sehr danke, sehr, sehr cooles Kommentar. Danke, danke, danke. Boah, es ist 2 Uhr, Leute. Ab und zu habe ich auch noch meine Versprecher am Start. Und das letzte und dritte Kommentar ist von heute vom LukeTV. Kannst du mich adden? Heiße Luca Zietzen 321. Luca,
Adde mich einfach auf meinem Community-Account. Bro, ich heiße da bei Reapers Community. Adde mich sehr gerne. Und ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Bitte bist der Beste. Schreib dir noch, antworte bitte. Ja, ich habe einfach mal im Video geantwortet. Das erlebst du bestimmt auch nicht so oft. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dann. Tschüss. Und schaut, kommt immer Livestream später ab 10. Haut da rein, Freunde. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.